Ja, es ist immer noch dieser verregnete Samstag und jetzt fängt es erst so richtig an. Ach Gott, ich habe es gerade gedacht, Menschenskind, noch einmal. Meine YouTube-Beiträge sind immer ein bisschen abhängig vom Wetter. Wenn schönes Wetter ist, dann bin ich auch richtig friedlich. Und wenn so ein Wetter ist mit Platzregen, das, Entschuldigung, wenn es etwas aggressiv wird, ja. Und ich möchte eins jetzt bei diesem Beitrag vorausschicken. In den 60er, 70er Jahren habe ich alle Emanzipationsbewegungen, nehmen wir die alle Schwarze damals an, also sehr sympathisierend begleitet. Und für mich war das immer absolut selbstverständlich, dass Frauen dieselben Rechte, dass Frauen nicht diskriminiert werden, nicht übervorteilt werden. Also da hat es gar keinen Zweifel gegeben. Aber was in der letzten Zeit läuft, ja, von einer Gruppe von aggressivsten Feministinnen, das ist eigentlich nicht mehr auszuhalten. Und ich sage jetzt auch Ihnen diesen Grund, warum diese Feministinnen so aggressiv sind, weil sie mitbekommen haben, dass ungefähr nach dem Jahr 2000 diese ganze Emanzipationsgeschichte den Bach runtergegangen ist, weil hier eine neue Generation entstanden ist von jungen Mädchen, die sich einen Dreck darum gekümmert haben, was diese alten German Greer, Kate Millett, alle Schwarzer und so weiter hier geschrieben haben. Denn hier gab es nur mehr ein Gebot: sei sexy, sei ein sexy Sexualobjekt für die Männer. Und das hat mich bestürzt. Sie wissen ja selber, es gibt Hunderttausende von Influencerinnen, die nur jeden Tag ihren Hunderten von Millionen jungen Mädchen sagen: sei sexy, sei ein wunderbares Sexobjekt. Und dann tolle Beispiele geben, was sie alles machen können. Und daher kommt die Aggressivität dieser Feministinnen. Nur daher, weil sie ganz genau mitgekriegt haben, aha, ihre Ideale sind die mittlerweile eine ganz, ganz kleine Minderheit. Aber sie bestimmen den Diskurs und die Medien unterstützen sie noch dabei. Ich habe hier einen ganz tollen Beitrag gefunden im Spiegel, und zwar über einen Film, der gerade läuft. Jetzt muss ich bloß schauen, wo ich meine Brille habe. Die ist da. Und zwar, das ist von einer, Moment einmal, was ist es praktisch? Von einer Regisseurin. Wie heißt die Regisseurin? Und zwar, wo haben wir sie? Und zwar Carey Mulligan. Und der Film heißt Promising Young Woman. Und jetzt wird es mir wahrscheinlich alles regnen, aber ich hoffe, ich kann das nur vorlesen. Dass die Hauptfigur in einem Film über sexualisierte Gewalt so dunkle Seiten hat, gehört zu den großen Stärken von Promising Young Woman. Hier werden nicht Männer gegen Frauen ausgespielt, sondern es wird eine Kultur aufs Korn genommen, die sich ohne eine gewisse Komplizenschaft von Frauen nicht so lange und so hartnäckig hätte halten können. Bravo, ja. Eine Szene illustriert das und den herrlich boshaften Humor des Films besonders gut. Die Regisseurin und so weiter und Kurzauftritt und so weiter. Sie spielt eine Rolle in diesem Film und da heißt in Promising Young Woman, ihrem Debütfilm, taucht sie nun als YouTuberin auf und präsentiert ein grellbuntes Schmink-Tutorial. Und zwar jetzt wörtliche Zitierung: So erzielst du die perfekte Blowjob-Lippen. Ja? So erzielst du die perfekte Blowjob-Lippen. Und es schauen Hunderte von Millionen jungen Frauen und sagen: Ja, ich will auch diese tollen Blowjob-Lippen. Und die aggressiven Feministinnen, die wissen das, ja, und geben aber nicht zu, dass sie absolut frustriert und enttäuscht sind von den jungen Mädchen, die ihnen altersmäßig nachgefolgt sind. Und dass dieser Film so etwas thematisiert, finde ich großartig. Es stand ja drin: Es gibt eine Komplizenschaft, ja, zwischen den Frauen und den Männern, die diese angegriffene Situation erzeugt. Und das ist hundertprozentig und vollkommen richtig. Die Schuld liegt nicht nur bei den Männern, sondern natürlich auch bei den Frauen. Also, das war's an diesem Regentag. Dankeschön.